Meine lieben Freunde, was geht ab? Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast und heute werde ich euch einige Gründe auflisten, wieso Rally meiner Meinung nach auf Kaiserniveau ist. Doch bevor ich die Gründe aufliste, möchte ich erwähnen, dass es in dem Kaiserniveau auch unterschiedliches Niveau gibt. Zum Beispiel eine Big Mom ist nicht genauso stark wie ein Kaido oder ein Blackbeard, ganz klar. Deswegen, dies soll einfach nur zeigen, dass Rally in der Lage wäre, sich mit einem Kaiser zu messen, dass er wenigstens auf diesem Niveau ist. Und da habe ich auch hier einige Gründe, die ich euch jetzt auflisten werde und wenn ihr noch einige habt, könnt ihr die natürlich in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall mein erster Grund ist, dass er die rechte Hand vom Piratenkönig Roger war. Und wenn man sich so den Stärkeunterschied zwischen Ruffy und Zoro anguckt, da ist nicht sonderlich viel, also das sind keine Welten. Und dann kann man das eventuell auch auf Rayleigh und Roger zurückführen, dass da auch keine Welten dazwischen waren, so denke ich das mal. Weil Oda macht das irgendwie immer so, dass er dass Ruffy irgendwie so die Reinkarnation von Roger ist und Rayleigh irgendwie genauso wie Zoro jetzt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch so der Stärkeunterschied so der gleiche ist. Und das wäre ein Argument zu sagen, ey, wenn Roger so heftig stark ist, dann ist es Rayleigh auch. Und wenn Roger einen Kaiser wegfetzen würde, wie Whitebeard im Alter von 72 Akainu weggefetzt hat, dann denke ich schon, dass Rayleigh auch in der Lage wäre, sich mit Big Mom zu messen oder so. Ob er dann gewinnen würde, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall würde er einen harten Kampf leisten. Und mein zweiter Grund, er ist verdammt erfahren. Er hat so viel Erfahrung und er ist clever. Rayleigh ist wirklich einer der Piraten, der jetzt am meisten mit dabei ist und er hat alles gesehen. Er ist mit Gold Roger auf die Reise gegangen. Gold Roger ist Piratenkönig geworden. Er hat alles gesehen und er muss so viel Erfahrung haben. Er weiß, wie er in Notstation handelt und so weiter. Rayleigh ist somit ein One Piece momentan, glaube ich, einer der erfahrensten Charaktere und er weiß, wie man handelt. Er weiß einfach, was die perfekte Lösung ist bei einem Kampf und so weiter. Deswegen, das macht ihn besonders gefährlich, dass er erstmal extrem clever ist und verdammt viel Erfahrung hat. Was ihn aber noch verdammt gefährlich macht, ist mein nächster Grund, und zwar, dass er so ein Haki-Monster ist, Leute. Sein Haki wurde sogar mit dem von Shanks verglichen, von Oda persönlich, weil alle sagen, ja, Shanks ist so ein Spezialist für Haki. Aber Oda hatte gesagt, dass wenn Shanks oder Rayleigh auf der Fischmenscheninsel, als Ruffy 50.000 von den Fischmenschen ausgeschaltet hat mit einem Königshaki, da hat sich Oda zu geäußert und meinte, Shanks oder Rayleigh würden jeweils halt beide 100.000 von denen ausschalten, also alle Fischmenschen da waren. Natürlich kann es sein, dass Shanks dann 200.000 ausgeschaltet hätte und Rayleigh nur 150.000, aber trotzdem, dass er überhaupt die beiden da als Beispiel nimmt, zeigt schon, dass die beiden so in der One Piece Welt so die Haki-Monster sind. Dass die beiden einfach am Haki, sag mal, die Haki-Vertreter sind, dass die so die heftigsten sind und das hat Oda uns damit auch gesagt und das muss uns mal sagen, wie krass ist Rayleigh bitte in dem Schwertkampf theoretisch, könnte er jedes Schwert zerbrechen, weil er das stärkere Haki hat. Deswegen krasse Sache auf jeden Fall, das macht ihn besonders gefährlich. Allein sein Königshaki hat noch so viele Mysterien, er hat irgendwie Explosionen weggelenkt und so weiter. Dazu werden wir auch noch voll viel erfahren. Das macht ihn sehr gefährlich und ich finde, das ist auch ein Grund, wo wir sagen können, okay, gegen einen Kaiser könnte es einfach werden. Er kam locker mit Kizaru klar, nachdem er mehrere Jahre nicht gekämpft hat. Ihr müsst euch das schon vorstellen, Leute, dass Rayleigh, er hat nur Schiffe beschichtet, mehrere Jahre, ich weiß jetzt genau wie es war, aber ich glaube die Jahre waren schon 10 oder so, 10, 15 Jahre waren es und er hat nur Schiffe beschichtet und dann kommt so ein Admiral, Leute, der wirklich, sein Beruf ist zu kämpfen, sein Beruf ist die Welt zu beschützen und dann kommt so ein Admiral und Rayleigh leistet sich einen Kampf gegen ihn. Natürlich war es keine einfache Sache, so einfach mal kurz weggepupst, war nicht so, aber trotzdem hat er einfach mit ihm gekämpft und hat dabei geredet, gegrinst, gelacht, also es war ihm nicht so eine schwere Sache. Kizaru war es auch nicht schwer, hat man auch gemerkt. Aber trotzdem, dass er so lange nicht gekämpft hat und direkt gegen einen Admiral kämpft und dann auch noch so ebenbürtig, das zeigt auch, dass wenn er in Übung wäre, locker gegen eine Big Mom kämpfen könnte, ohne abzukacken. Außerdem, jetzt kommt der Grund, was ich finde, der ist so verdammt stark, Leute. Ne? Dieser Grund ist für mich ein Grund, der mir sagt, okay, das muss doch so sein. Und zwar, er hat Ruffy trainiert. Und Ruffy wird wahrscheinlich jetzt Big Mom besiegen. Also muss er doch stärker sein, weil er ja Ruffy trainiert hat. Klar, Ruffy hat eine Teufelsfrucht. Ruffy ist das. Ruffy ist das Kind der Prophezeiung. Aber er hat Ruffy überhaupt alles gezeigt. Ruffy ist ein Anfänger, was Haki angeht, theoretisch. Okay, Anfänger muss nicht sein, aber relativ im Vergleich zu Rayleigh ist er halt ein Anfänger. Und wenn Rayleigh ihm das beigebracht hat und er besiegt jetzt Big Mom, okay, was er wahrscheinlich nicht alleine macht, klar. Könnte sein, dass er alleine macht. Wer weiß, vielleicht schaut Ruffy jetzt in G5 raus und macht das alleine. Aber ich glaube nicht, denn das Big Mom ist einfach viel zu stark und wenn Rayleigh einfach Ruffy so trainiert hat, dass
er Big Man besiegen kann, dann muss der Trainer doch krass sein. Dann kann er doch wahrscheinlich auch Big Man besiegen. Das denke ich mir so ein bisschen. Natürlich, Ruffy hat eine Teufelsfrucht, ist vielleicht irgendwie effektiv, hat vielleicht einen Vorteil gegen Big Man und so weiter. Aber ich finde trotzdem, dies ist ein Argument, was man so sagen kann. Huh, könnte doch relativ gut sein. Was haltet ihr von diesem Video, Leute? Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben würde mich auch freuen. Wie seht ihr die Sache? Denkt ihr echt, Rayleigh ist auf Kaiserniveau? Und mit Kaiserniveau meine ich halt, dass er sich mit zum Beispiel der schwächsten Kaiserin Big Mom relativ gut messen könnte? Schreibt es in die Kommentare. Das war's von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Peace.